Hi Andrzej hier für Mobile Geeks. Wir sind noch immer auf der IFA in Berlin. Noch einmal vielen Dank an Asus und Mercedes-Benz für die Unterstützung hier. Wir sind gerade auf der Pressekonferenz von Huawei, wo das neue Huawei Ascend G7 vorgestellt wurde, das demnächst in Deutschland für 299 Euro erscheinen soll. Das ist relativ günstig, aber das G7 sieht gar nicht wie ein günstiges Smartphone aus. Wir haben hinten Aluminium. Das Design im Allgemeinen ist ziemlich schick. Wir haben relativ dünne Rahmen, zumindest wenn es man den Preis bedenkt. Es ist ziemlich dünn, 7,6 mm nur. Also im Grunde, wie gesagt, sieht es gar nicht wie ein 299 Euro Smartphone unbedingt aus. Aber wir haben hier drin auch nicht die beste Hardware, die ist in Ordnung, aber eben nicht die beste. So hat das 5,5 Zoll große Display hier, nur eine 720p Auflösung mit 1280x720 Pixel, ist immerhin ein IPS Display und darunter steckt ein neuer Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core Prozessor, dessen vier Kerne bei 1,2 GHz takten und der auch 64-Bit unterstützt. Wir haben hier 2 GB Arbeitsspeicher drin und 16 GB internen Speicher sowie ein 3000 mAh Stunden Akku. Ja, hier drauf läuft Android 4.4 KitKat mit der Emotion UI, die wir von Huawei ja schon kennen. Die wurde ein bisschen angepasst, aber letztendlich können wir hier immer noch die Designs beliebig auswählen und haben ja eigentlich all die Funktionen, die wir von dem Vorgänger kennen. Gehen wir mal ein bisschen um das Gerät herum. Wir haben hier oben eine Frontkamera, dann das 5,5 Zoll Display. Hier unten haben wir einen Micro-USB-Anschluss. An der Seite sitzen einmal die Kartenslots für die SIM-Karte und für die Micro-SD-Karte sowie ein Power-Button und eine Lautstärkewippe. Oben haben wir den Headset-Port und an dieser Seite nichts weiter. Auf der Rückseite sitzt eine 13-Megapixel-Kamera zusammen mit einem LED-Blitz. Ja, ihr seht nochmal das Gehäuse, das aus Aluminium gefertigt ist. Sieht recht schick aus und fühlt sich auch relativ hochwertig in der Hand an. Also es ist ein nettes Gerät, das gar nicht mal so viel kostet mit 299 Euro. Gut, ich bin Andrzej für mobilegeeks und tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.